Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 29 zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Ahlhorn in Richtung Oldenburg voll gesperrt. Ein LKW war aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet in Schleudern und durchbrach die Mittelleitplanke. Nach ersten Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. In Richtung Osnabrück ist eine Fahrspur befahrbar.